Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lustige Witze, Folge 294. Mein Name ist Micha, das hier ist der Richie. Mittlerweile bin ich echt begeistert. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Freunde hatte. Hier sitzt jede Woche jemand anderes. Das da hinten ist Shy Guy. Mittlerweile wurde er von dem blauen Panzer besiegt. Aber mal gucken, was in den nächsten Wochen so mit dem passiert. Ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr lange. Lustige Witze in 3, 2, 1, go! Welche Autofahrer sind besonders nett? Geisterfahrer, die sind total entgegenkommen. Im Job zeigt sich immer wieder, Hirntod führt nicht sofort zum Ableben und bleibt oft über Jahre unbemerkt. Meine Frau behauptet, ich würde die Kinder unfair behandeln. Ich weiß nicht einmal, welches sie meint. Felix, Miriam oder das dicke Hässliche. Ich habe endlich eine Dachbox für das Auto gekauft. Total praktisch, man hört die Kinder so gut wie gar nicht mehr. Wenn meine Frau singt, dann gehe ich immer vor die Tür und spreche mit den Nachbarn. So wissen alle, dass ich sie nicht schlage. Ich habe Kleptomanie, aber wenn sie zu stark wird, nehme ich mir einfach etwas dafür. Hä? Verstehe ich gerade auch. Okay. Das ist aber cool. Aber was ist nochmal ein Kleptomane? Hey Alexa, was ist ein Kleptomane? Haben Sie schon von der neuen Band 1023 MB gehört? Die hat noch keine Gigs. Verstehe ich auch nicht. Lange Leitung, aber... Was ist der Unterschied zwischen einem Etymologen und einem... Entomologen. Der Entomologe kennt den Unterschied. Was ist ein Entomologe? Es geht gut los. Es geht gut los. Ich wünsche dich gar nichts heute. Zwei Informatiker telefonieren. Wie ist bei dir das Wetter? Caps Lock. Hä? Shift unendlich. Also, den habe ich verstanden. Als ich hörte, dass Sauerstoff und Magnesium was miteinander haben, dachte ich nur, OMG. Das ist wahrscheinlich lustig, wenn man eine Ahnung von Chemie hat. Ich wollte gerade sagen, es tut mir wirklich leid, aber dein Französisch-Test ist leider eine 5. Gracias. Die typischen 4 Jahreszeiten in Deutschland. Schnee, Heuschnupfen, Hitze, Regen. Ich kuschle 2 bis 3 Mal in der Woche mit meinem Mann. Ich meistens nur einmal. Aber du hast doch gar keinen Mann. Oh, ich dachte, wir reden über deinen Mann. Wie viel wiegt deine Frau? Frag mich was Leichteres. Was machen Pilze auf einer Pizza? Sie fungieren als Belag. Ich liebe meinen Hund einfach. Egal, was ich anziehe, wenn ich ihn frage, wie ich aussehe, sagt er immer, wow. Pack mal deine Frau und deinen Hund in einen Kofferraum und schlag die Tür zu und mach die nach einer Stunde wieder auf. Wer wird wohl mehr freundlich zu sehen? Wie nennt man jemanden, der DIN A4-Blätter scannt? Skandinavier. Treffen sich 2 Jäger im Wald, beide tot. Was ist der Unterschied zwischen einer Raupe und meinem Kollegen? Aus der Raupe wird noch mal was. Welche Beamten stören im Büro am meisten? Die Schnarcher. Was ist eigentlich diese Woche mit Frau Müller los? Die tut ja gar nichts. Sie macht die Urlaubsvertretung für den Chef. Ein 4-Jähriger hat mir eben erklärt, dass Nacktschnecken eine Schnecke mit Haus heiraten, in das sie dann gemeinsam einziehen. Klingt logisch. So, ich trage eine Brille, damit ich sie bei Meetings abziehen, einen Bügel in den Mund nehmen und schwierig, aber wir versuchen es, sagen kann. Wenn mir langweilig ist, frage ich in Elternforen, wie viel Cola man 4-jährigen Kindern während des 21-Uhr-Spiels noch zumuten kann. Der menschliche Körper besteht zu 90% aus Wasser. Wir sind nichts anderes als Salatgurken mit Wahlrecht. Das stimmt nicht so ganz. Ich bin Mediengestalter. Ich bestehe aus Wasser, Alkohol, Marihuana und Ibuprofen. Polizist, haben Sie was getrunken? Ich? Nein. Sie müssen mindestens 2 Liter pro Tag trinken. Ist wichtig. Nach 2 Flaschen Wein habe ich jetzt endlich meine Steuererklärung gemacht. Ich bekomme 35 Millionen Euro. Was ist braun, knusprig und schwimmt unter Wasser? Ein Klingelt man beim Metzger, dann sollte man sich nicht wundern, dass kein Schwein aufmacht. Sitzen 2 Hochhäuser auf dem Dachboden und stricken Benzin. Was stimmt nicht? Benzin darf man nur häkeln. Wir sind, glaube ich, in der tiefsten Schublade. Irgendwie ja. Zum Glück habt ihr ja bessere Witze für uns. Kommentare kommentiert sein! Hallo und willkommen zurück zur Kommentare kommentiert Zeit. Die Zeit, in der wir eure Kommentare hier unter diesen YouTube-Videos kommentieren. Und wir haben uns mal wieder ein paar schöne Sachen rausgesucht. Richie, möchtest du anfangen? Das können wir gerne machen. Er ist an einem natürlichen Tod gestorben. Junge, du hast ihn vom Balkon gestoßen. Schwerkraft ist natürlich. Geil, ich ziehe mir das jetzt völlig dicht rein. Scheint dir mal Spaß zu haben. Mir hat auch mal jemand gesagt, dass er sich auch schon mal zugedröhnt hat und sich komplette Playlist mit fast 300 Videos schön eingezogen hat. Nehmt keine Drogen, Kinder. Ich mache viele Witze, aber nicht über Tofu. Das finde ich geschmacklos. Ich habe es auch einmal gegessen auf der Aftershow-Party von Edible Beyond damals. Du konntest es wirklich nicht essen. Ich weiß nicht, ob die es einfach verkackt haben oder ob das einfach nicht gut ist. Kollege 1, wie willst du deinen Kaffee haben? Praktikant, so schwarz wie meine Seele. Okay, ich bring dir ein Glas Milch. Hör endlich auf mit den Elektrikerwitzen. Was? Nicht schon wieder. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Chan, wie weit sind deine Meerschweinchen mit ihren Plänen, die Weltherrschaft an sich zu reißen?
Warte, ruf ihn mal an. Hallo? 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 Du bist gerade live in der Kommentare-Kommentierzeit. Und du hast eine Frage bekommen. Chan, wie weit sind deine Meerschweinchen mit ihren Plänen, die Weltherrschaft an sich zu reißen? Das kann ich beantworten. Anscheinend noch nicht weit genug, denn ihr lebt noch. Und ich habe noch kein Halsband um. Lol. Schöner Name. Wie wäre es, wenn du dich mit einem größten YouTuber zusammen tun würdest und eine Folge machst? Ich bin schon 1,86 groß, ich weiß nicht. Ich weiß, wie es gemeint ist, aber keine Ahnung, zu dieser YouTube-Szene so habe ich eigentlich nicht mehr so den Kontakt. Das ist so der Grund, warum ich das jetzt einfach mit meinen Freunden mache und mit Leuten, die ich halt einfach gern habe. Weil das Format ist halt was, wo ich jetzt nicht sage, da möchte ich jetzt noch 100.000 Abonnenten mit erreichen, weil ich glaube, der Zug ist eh abgefahren, sondern ich mach das, weil ich da jetzt gerade Bock drauf habe. Habt ihr einen Wunschgast? Keine Ahnung, oder schreibt mir in die Kommentare, wen ich vielleicht mal anhauen soll oder so. Vielleicht ergibt sich ja trotzdem was. Ich meine, nur weil es jetzt halt große YouTuber sind, heißt es ja nicht, dass ich, ihr wisst. Ich fragen kann. Ja, eben. Jan Potter schreibt, die Witze-Videos sind immer sehr lustig. Ein gut gemeinter Rat, den Witz über Schwäbisch niemals einem Schwaben erzählen. Bin im Schwabenländle aufgewachsen und fühle mich auch als einer. Doch ich bin ein herzensguter Mensch und schaue darüber hinweg, auch wenn ich den Witz selber auch nicht mag. Doch wenn, könnt ihr auch mal Witze über Badensaar erzählen. Damit macht ihr euch viele Freunde in Württemberg. Okay, das gleiche hatte ich schon mal mit einem Sachsen, der sich darüber beschwert hat, dass ich Sachsenwitze mache. Das ist jetzt so ein typisches Beispiel von, ja, mach mal nicht Witze über diese Randgruppe, mach mal lieber Witze über die Leute. Das ist so, ja, solange es an die anderen geht, ist immer lustig, ne? Aber wenn es einen selbst betrifft, dann ist das nicht mehr witzig. Das ist halt uncool. Deswegen entweder alle oder keiner. Hä? 70.000? Bin mir relativ sicher, heute Mittag so ein Festival-Video aus Herbst von vor 4 Jahren gesehen zu haben, wo du auch erzählt hast, 70.000 erreicht zu haben. Ja, so ist das. Wenigstens in einer Hinsicht was Besonderes, gell? Ja, so ist das. BioNTech ist okay, aber der andere Impfstoff ist moderner. Jo, und das war's auch dieses Mal mit den Kommentaren, eurer Kommentare-Kommentierzeit. Wenn ihr bei der nächsten Folge dabei sein wollt, dann wisst ihr, was ihr tun müsst, nämlich... Daumen hoch? Nein, dann schreibt der Kommentar, aber einen Daumen hoch könnt ihr auch geben, das ist in Ordnung. Richie, ich würde sagen, wir erzählen noch ein paar Witze, oder? Ja. Willst du einen Baustellenwitz hören? Ja. Okay, ich arbeite daran. 2 Tomaten laufen über die Straße. Wird die eine Tomate überfahren, seufzt die andere. Ja, das passiert. Da oben fliegt ein Geier, da sieht man seine neuen Adidas-Turnschuhe. Warum hört man Schnecken nie pupsen? Weil ihre Häuschen keine Fenster haben. Okay, der war okay. Der war okay. Der war okay. Okay. Im Apple-Laden. Ja, bitte stecken Sie mir mein neues iPhone in eine Apfeltasche. Ich wusste gar nicht, dass ich schlecht in meinem Beruf war, bis ich gefeuert wurde. Tante Bertha, 48, arbeitete als lebendige Kanonenkugel. Der Arzt meinte zu mir, ich hätte mich mit Tollwut angesteckt. Hab dann im Navi als Zwischenstopps all die Leute eingestellt, die ich nicht mag. Vor Jahren hat mir mein Großvater gesagt, ich bin abhängig geworden von all diesen elektronischen Geräten. Tja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hab gerade seine Herz-Lungen-Maschine abgestellt. Ich habe meinem 4-jährigen Sohn erklärt, dass man sich dafür nicht schämen muss, wenn man schon älter ist und noch immer in die Windel macht. Leider hört er nicht auf, sich über mich lustig zu machen. 2 Affen sind aus dem Zoo ausgebrochen. Den einen haben sie erwischt, als er versucht hat, Bananen im Supermarkt zu klauen. Der andere Affe liest gerade diesen Witz. Oh. Ist nicht schlecht. Der war böse. Kannst du mir ein Bild von dir geben? Ich habe 2 Ratten im Keller. Hätten Schwiegersöhne eine gute Beziehung mit den eigenen Schwiegermüttern, hätte sich die Menschheit wahrscheinlich nicht in alle Ecken der Erde verteilt. Ja gut. Ja. Am 17. Oktober ist der offizielle Tag zur Bekämpfung der Armut. Ich habe auf meinem Bankkonto gesehen. Ich glaube, ich verbringe lieber vorsichtshalber den 17. Oktober in meinem Versteck. Langzeitehe. Wenn deine Frau dich zu sich winkt und möchte, dass du dich vor ihr ausziehst, um die Waschmaschine voller zu beladen. Anscheinend lassen sich 30% der Haustierbesitzer ihre Tiere bei sich im Bett schlafen. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Mein Goldfisch ist jetzt tot. Wie nennt man einen dicken Autor? Kugelschreiber. Du tanzt aber hübsch. Ich muss eigentlich pinkeln. Mir war kalt, also habe ich den Außenventilator abgestellt. Die anderen Fluggäste im Helikopter fanden das jetzt nicht so toll. Ja, nächste Woche werden wir eine Woche ausfallen lassen. Denn es ist jetzt einfach mal Sommerpause, so wie die Fernsehsender das immer machen. Allerdings wird es bei mir nicht 3 Monate dauern, sondern eine, maximal 2 Wochen, weil ich im Urlaub bin. Ja, ich mache Urlaub. Nach Norderney. Oh. Wir bleiben im Land. Dann macht aber Daumen hoch. Genau. Und ich würde sagen, haut raus, bis übernächste Woche. Daumen hoch und like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier.